kickt mich dieses Date nicht so richtig, nachdem mich toxische Dates total gekickt haben. Also wieder so eine klassische Liebeship-Frage. Liebeship ist halt diese, ja, das, was ihr gut findet, was bei euch da oben verdrahtet ist, was viel mit der Kindheit zu tun hat. Aber nicht nur. Und was eine Menge Schwierigkeiten macht, wenn der ein bisschen blöd programmiert ist, ne? Hallo Christian, mir gefallen deine Videos sehr gut. Ich werde als Mann gelesen, wie man so heutzutage sagt, und mache gerade deinen Kurs Modul 1. Sehr gute Wahl, sollte wirklich eigentlich jeder machen, der zuschaut. Umprogrammierungsliebeschip. Zu meiner Situation. Ich bin Anfang 50, also beste Zeit des Mannes, hervorragend, und habe nach dem Tod meiner Frau, tut mir sehr leid, und circa 14 Jahren nur Enttäuschung in der Liebe. Ja, wird es Zeit, dass du dein Liebeschip umprogrammierst, würde ich auch sagen. All meine Ex-Beziehungen begannen immer mit absoluter Verliebtheit über beide Ohren. Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, ist es meistens ein Rotz. Ist über beide Ohren, liebesblind, verrückt, und ich war immer der Pluspol. Habe die Frauen auf Händen getragen. Was wolltest du den Datingkurs auch noch machen? Was sie toll fanden, ja, das finden sie aber nicht lange toll meistens. Aber mit der Zeit, so meine These langweilig wurde, absolut, mach den Datingkurs. Nie etwas länger als 2 Jahre gehalten, war immerhin, meistens haben wir ja die 200 Tage hier. Immer waren sie plötzlich weg, meist nach kleinen Streits. Meinungsverschieden. Ja, du musst auf jeden Fall in deiner Neediness, wenn ich das mal so sagen darf, ich kenne dich ja jetzt nicht, arbeiten. Wenn man als Mann pluspolig unterwegs ist, das ist irgendwie noch ungünstiger so. Ja. Nun habe ich doch in einer sehr langen und teilweise schmerzhaften Zeit gelernt, sehr gut alleine zurechtzukommen. Wow, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Ich habe nicht mehr so den Druck wie früher. Sehr gut. Aber natürlich schaue ich mich immer um, denn ich will den Wunsch nach einer erfüllenden, liebevollen, harmonischen Beziehung nicht aufgeben. Trotz der wichtigen Zeit, alleine zu sein, ist der Gedanke an das Alleinsein bis ins hohe Alter schon etwas gruselig. Ich kann auch euch allen nur raten, mal in den Glückskurs reinzugucken. Da werden wir solche Fragen bearbeiten, weil das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, die einen sehr unglücklich macht, dieses immer in der Zukunft rumhängen. Wer sagt denn, dass du in der Zukunft alleine sein wirst? Du bist jetzt in diesem Moment alleine. Vielleicht jetzt, wo ich diese E-Mail vorlese, schon nicht mehr. So, ne? Keiner weiß, was die Zukunft bringt. Es gibt keine Zukunft, es gibt keine Vergangenheit. Und das ist ein Gedanke, der ist komplett sinnlos und stresst dich nur. Dann habe ich mal wieder über Online-Partnerschaftsvermittlung. An der Stelle muss ich ergänzen, dass ich weiß, dass du das nicht so viel davon hältst. Aber für viele in dem Forum einfach ohne Online unmöglich, jemanden kennenzulernen. Alles gut, macht es. In meinem Alter auf dem Land lebend. Kinder, kein Tänzer, Partygänger, eher ein sehr naturverbundener Waldläufer. Es ist sehr zermürbend, auf den gewissen Zufall beim Bäcker zu warten. Okay. Ist der Realitätsfern, und ich sage immer, wenn man im Lotto gewinnen will, muss man auch den Tippschein ausfüllen. Ja, wie oft hast du denn schon im Lotto gewonnen? Aber gut, man sagt, ich habe, glaube ich, neulich mal so eine Zahl gehört, dass 10% jemand finden. Das heißt aber auch 90 nicht, ne? Beim Online-Dating. Also was Langfristiges. Also ich habe beim Online-Dating, und ich habe das wirklich intensiv betrieben mal eine Zeit lang, also niemand gefunden, der kompatibel war zu mir. Sagen wir es mal so. Ja. Positiv gesagt. Aber ich höre auch immer, wenn ich in irgendwelchen Lesungen bin, sagen natürlich Leute, sie hat mich dann doch so kennengelernt. 10% habe ich gehört. Gut. Nun habe ich noch ein paar enttäuschenden Dates. Eine sehr gut aussehende, nette Frau in meinem Alter gedatet. Wir waren uns gleich sympathisch und hatten nun 3 Dates, zuletzt bei ihr, wo es dann wieder mal zu früh, aber nicht zu vermeiden, zu Hallenhalmer kam. Achso, ich soll noch was sagen zu Online-Dating. Ja, ich mein Gott, mach das, mach das, mach das. Also meiner Ansicht nach sind die Chancen größer offline. Und wenn du sagst, du gehst eben nicht auf Partys oder was weiß ich, ja, dann ja, das klingt immer so bequem, online zu daten. Ich würde dann eher überlegen, ja, wo kann ich denn hingehen, wo ich Single-Frauen treffe? Und das muss ja keine Party sein, das kann ja auch im, weiß ich nicht, im Charity-Club der lokalen Kunsthalle sein oder ich weiß es nicht. Also irgendwas, was dir Spaß macht, muss ja nicht auf eine Party gehen.
Und ich könnte wetten, wenn du da im Smalltalk kommst beim Bäcker oder davor oder sagst, hey, lass uns doch hier draußen gerade noch einen Kaffee trinken oder so, Chancen viel größer sind als das hier, als Online-Dating. Aber da ja die meisten Ratschläge von mir ähnlich befolgt werden, ist mir das natürlich völlig klar, dass die meisten Online-Daten. So, aber zurück zu dir. Ich finde die Frau sehr nett, einfühlsam, interessant, aber ich spüre nicht so das intensive Kribbeln, bin vorsichtig und zurückhaltend, auch habe ich gar keine Lust mehr, Geschenke, Komplimente oder der aktive Part zu sein. Ja, das heißt, die Frau ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen plussiger, passt nicht in dein Beuteschema und das ist ja eigentlich schon mal gut, das wollen wir ja eigentlich, aber wie ich das immer wieder mitkriege, wenn ich mal mit Menschen arbeite, die wünschen sich immer so einen anderen Partner und dann haben sie ihn dann und dann wissen sie nicht, was sie damit machen sollen. So, ne? Dann, ach du liebe Zeit, das fühlt sich ja ganz anders an und ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Frau ist, das wird ja alles thematisiert in meinen Bindungsangstkursen, wie man das ein bisschen rauskriegen kann, ist es jetzt Bindungsangst eher in die Richtung oder gefällt mir die Person doch nicht so. Ja, aber das ist ein häufiges Problem, ne? Heißt jetzt erstmal nur, was dir nicht in dein Liebeschip fällt, ne? Mehr ist das erstmal nicht, ne? Und du hast natürlich an dir gearbeitet und dann siehst du, ja, ändert sich natürlich auch was, ne? Ich mag sie sehr und will den Kontakt halten und seine Chance geben, denn sie scheint eher so den Verliebtheitspart zu spielen. Ja, bin ich plötzlich entgegen meiner Natur zum Minuspol geworden? Bin ich bindungsängstlich geworden? Gut, ich kenne dich jetzt nicht, aber ich würde mal sagen, bist nicht geworden, du warst es schon vorher und nur jetzt siehst, weil Bindungsangst kann sich auf zwei Arten ausspielen, mindestens zwei Arten, dass du aktiv bindungsängstlich bist und dass du passiv bindungsängstlich bist, sprich bindungsängstliche Menschen datest. Und ja, ich denke mal, vielleicht kommt jetzt raus, was vorher auch schon da war, ne? Das heißt eigentlich erstmal nur, sie geht in den Pluspol und dann kannst du plötzlich nicht in Pluspol gehen und dann gehst du in Minuspol, ne? Wo es jetzt wichtig wäre, wenn du sie wirklich gut findest, in der Mitte zu bleiben, ne? Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt vorwärts. Ist vielleicht diese Zurückhaltung ein gesunder Selbstschutz? Nee, das hört sich ganz tatsächlich nach Bindungsangst, aber hört sich so nach an, jemand, der vorher Pluspol war, datet plötzlich jemand anders, genauso hört sich's an, ne? Ja. Und nicht nach gesundem Selbstschutz. Oder muss man immer verknallt, verliebt und völlig durch den Wind sein? Ja, also auch in einer gesunden Beziehung wollen wir doch gerne ein bisschen Verliebtheit haben am Anfang, ne? Also das ist überhaupt nicht, was ich lehre, dass man zu einer gesunden Beziehung irgendwie, dass das so eine rationale Entscheidung ist und nee, das kann später mal eine rationale Entscheidung sein, aber am Anfang sollte nicht so dieses Verrückte haben, einfach eine geerdete Verliebtheit, ne? Aber die sollte schon da sein, auf jeden Fall. Irgendwie hat das auch mit meinem Alter zu tun. Das hat definitiv fucking nichts mit deinem Alter zu tun. Ey, du bist keine 190, ey. Hat gar nichts mit deinem Alter zu tun. Dass ich das einfach nicht mehr brauche. Nee, es hat mit 100%ig nichts zu tun. Meinst du, ich soll so etwas mit angezogener Handbremse weitersehen, was passiert? Nee, du sollst dich da reingeben und deine Mauern runterfahren, wenn du dir eine Chance geben willst, ne? Oder ist es vielleicht doch ein tiefes Bauchgefühl, das mir sagt, ich soll das lassen? Ja, lassen und wieder so Toxen daten oder was? Das glaube ich nicht. Ich bin verunsichert, denn so habe ich das noch nie erlebt. Ja, ist es ein Schritt voran? Das ist die nächste Stufe. Also ich glaube jetzt nicht, dass du mit der, hört sich nicht so an, als wenn du das so rumreißen könntest, aber es ist die nächste Stufe, wo man dann wieder drüber nachdenken kann, was für eine Person habe ich da jetzt? Ich kenne die ja jetzt auch nicht, ne? Wen habe ich da jetzt gedatet? Was ist da gut gelaufen? Was ist nicht gut gelaufen? Auf jeden Fall ist eine Veränderung gut, ne? Bin verunsichert, denn so habe ich das noch nie erlebt. Es war immer absolut kein Gefühl oder innerhalb von 10 Sekunden Verliebtheit pur, was mir nie Glück gebracht hat. Ja, das glaube ich. Du sagst auch immer mit Verstand und Lockerheit, aber wohl überlegt rangehen und viel daten, um einen Menschen kennenzulernen und wachsen zu lassen. Ja, also gibt jetzt überhaupt keinen Grund, das aufzuhören. Aber versuch wirklich dir auch ein bisschen Mühe zu geben da jetzt und nicht so komplett ins Minus zu fallen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.